pandemic has spread faster than any disease in modern history. Angry mobs around the city. Authorities are bracing for more rioting tonight. He was knocked unconscious in the school. Citywide emergency. The CDC has quarantined the lower Midwestern officials region of the can't U.S. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella. It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us. Und somit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Resident Evil 3 Nemesis. Tut mir leid, wenn ihr so ein Rauschen im Hintergrund hört. Die Xbox fährt gerade richtig hoch. Wir spielen Resident Evil 3 auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, den es natürlich gibt. So gehören sich das natürlich für mich. Okay. Wir machen mal das Fenster zu. Das Intro fand ich schon mal echt geil, muss ich sagen, mit dem Nemesis. Ich werde mich aber kurz mal etwas leiser machen, damit ihr das Rauschen vielleicht etwas weniger hört. So. Für Leute, die es nicht wissen, Raccoon City spielt vor und während Resident Evil 2. Für die, die es nicht wissen. Spielt es in Ego-Perspektive? Okay. Ich glaube, wir können hier eh nicht so viel jetzt machen, deswegen gehen wir mal weiter. Also wie gesagt, es tut mir sehr leid für das Rauschen die ganze Zeit, aber das ist irgendwie die Xbox, wie gesagt. Und das war okay. Das sind anscheinend kleine kleine Albträume von Resident Evil 1 mit Chris Redfield. Hat wahrscheinlich ein bisschen schlechte Erinnerungen mitgenommen. Okay. Ich spiele das Spiel auf Englisch, denn Leute, Hans spielt nicht auf Deutsch. Man, das geht nicht. So, anscheinend bricht hier gerade Corona aus, wie ihr mitbekommt. Halt das hier. Achso, das ist eine Lampe. So, gibt's hier irgendwas? Was hat das? Keine Ahnung. Mich verstört das irgendwie, dass es eine Ego-Perspektive ist. Was ist das? Ah, das ist das BSAA-Team. Chills Bericht. 26. September 1998. Huch,
Da. Seit dem Vorfall mit Umbrella sind bereits 2 Monate vergangen. Wegen meiner Substantierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht wird dieser Bericht der letzte Dienst sein, den ich als Star-Mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass er hilft, die Wahrheit ins Licht zu bringen. Das T-Virus. Die von diesem Virus Infizierten scheinen sich buchstäblich in Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint sich über verschiedene Arten zu verbreiten. Ein Biss von einer infizierten Person durch den Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Kontakt mit Krähen, die infizierten Aas gefressen haben. Aufgrund der Stärke des Virus kann auch eine Aerogan ausgeschlossen werden. Ich weiß gar nicht, was das ist. Luft vielleicht? Man sollte jedoch beobachten, dass bei der Überlebenden den Vorfall noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unklar, ob dies daran liegt, dass das Virus eine lange Inkubationszeit hat oder daran, dass wir zufällig gegen die Infektion resistent waren. Wir sollten auch nach Ende dieser Untersuchung wachsam bleiben. Was mich anbelangt, so bin ich, abgesehen von ein paar Schlafproblemen, in guter Verfassung. Ich sollte dennoch nicht so hoffnungsvoll sein. Immerhin könnte dies nur eine verlängerte Inkubationszeit sein. Das hat so oder so eigentlich noch nie herausgestellt, warum eigentlich Leute alle so resistent gegen Zombies sind, wie Leon S. Kennedy. Notiz zur Ermittlung. Umbrella. Parma-Konzern, höchster Markenanteil der Branche, verstärkt Entwicklung von militärischen Waffen unter dem Deckmantel der medizinischen Forschung. Zudem geheime Entwicklung lebender Biowaffen. T-Virus, Ausbruch in Aclay-Forschungseinrichtung, fand noch vor dem Willenzwischenfall statt. Willenzwischenfall, also der erste Teil sprechen Sie jetzt hier an. Zusammenarbeit mit der Führung von Raccoon City, große Spenden an Bürgermeister waren, kontrollieren praktisch die Stadt. So, mein Ohr juckt gerade sehr ungünstig. Gibt es hier noch irgendwas, was ich mal angucken kann? Ich könnte sagen, das ist auch irgendwie so ein eigenes Horrorspiel, das müsste man persönlich sagen. Bestellt Pizza, das ist teuer. Brief von einem Kollegen. An Chillen Ballantyne. Hey du Arsch, wie schlägst du dich? Ich kann immer noch nicht fassen, dass Irons dich suspendiert hat. Das ist totaler Bullshit. Der sollte dir eine Medaille dafür geben, dass du es im Juli aus dem Höllenloch geschafft hast. Natürlich wirst du da nachforschen und Fragen stellen. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, dass ich Zurückhaltung übe. Alles ist so schnell passiert. Die Stars war der Stolz der Truppe. Wenn der Chef uns so persönlich auflöst, da war ich mir sicher, ich würde den Job verlieren. Es geht das Gerücht um, du verlässt Raccoon City. Ich habe mir schon gedacht, dass du eine Suspendierung nicht so einfach hinnimmst. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst. Umbrella wird nicht tatenlos zu sehen, wenn du versuchst, ihr Geschäft kaputt zu machen. Mach's gut, Jill. Brad Rickers. Star Alpha Team für immer und ewig. PS. Musste diesen Brief dem Pizzaboten mitgeben, damit er nicht entdeckt wird. Ich hoffe, du magst die Salami Supreme. Ist von mir und den Jungs. Mir sagt gerade leider der Name nicht, denn Resident Evil 3 ist tatsächlich der einzigste Teil, den ich noch nie gespielt habe. Auf einem Umschlag. Sie haben mich zu Hause festgenagelt. Die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr von ihrem Fenster. Sind das Irons Männer? Umbrellas? Ich weiß es nicht. Und es macht auch kaum einen Unterschied. Ich weiß, was die zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern, wollen mich schikanieren, bis ich aufgebe. Und es funktioniert. Ich esse kaum, kriege kaum Schlaf. Ich drehe langsam durch. Ich fühle mich wie ein lebende Tote. Aber ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Die werden natürlich jemanden schicken, um mich schweigen zu bringen. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde oder was immer die auch mit Leuten wie mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlung dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du in diesem Umschlag. Darin findest du alles, was du wissen musst, solange dieses Päckchen nicht abgefangen wird. Ich werde nachts hier rausgebracht. In 5 Tagen. Wünsch mir Glück. Sie werden jemanden losschicken. Oh ja, Dünnem ist es. Sie werden bei den Fischen landen. So, jetzt alles sehr hübsch gemacht, muss ich sagen. Sehr hübsch. Minados Beats, steht da. Well, even delivered to the Mars. Es ist unheimlich dunkel hier. Pix.
Den bin ich gerade so am PT, muss ich sagen. Wenn da jetzt so ein Baby drinnen liegen würde. Corona holt mich ein, ey. Boah, das durch Niesen habe ich jetzt gerade auch Hüftenschmerzen bekommen. Ich habe auch Kostüme für das Spiel, aber ich habe sie mal nicht getan, weil ich habe Angst, dass Kostüme irgendwie die Zwischensequenzen kaputt machen. Und wir spielen endlich in der Third Person. So wie ich Resident Evil Teile liebe. Bakery Preet. Okay. So wie es jetzt gehört, lasse ich es natürlich schon klingeln. Hallo? Ihre Bestellung? Hallo? Jill, are you okay? Brad, is that you? Listen, you gotta get out of there. What are you talking about? I don't have time to explain. You gotta get out of there right now. All right, let me grab my... Oh, ja. Da ist er. Der Nemesis. Ich habe keinen Bock auf dich. Alter. Renn! What the hell is that thing? Renn. Geil, als Mr. X würde ich brauchen. Nicht zu weg hier. Ich muss das hier aufheben, diese Dose. Konnte sie das alles nur verpassen? Sie war doch, das passiert direkt vor ihrem Apartment. Hallo? Bitte nicht. Ich habe Angst, ich spiele auf schwer. Ich weiß nicht, wie schwer es ist, aber bis zur Schwierigkeitsgrad hoffentlich richtig reinkicken. So, jetzt weg hier. Dum, 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 dum. Okay. Alter, was ist denn los mit dir? Nervt schon der Trend. Der Trend, das Wort gibt's eigentlich gar nicht. Oh Gott, ich weiß nicht, ob es eine Renntaste gibt. Okay. Erste Flucht. Fliehen Sie aus der Jills Apartmentgebäude. Jill? Over here! Bist du Brad? You okay? What was that thing? Damned if I know. But right now it's got a hard on for the only two stars left in town. You and me. I'm not sticking around. Just look around you. The longer we wait, the more screwed we are. Was blutet, kann man töten. I don't know. One fucked up thing always leads to another. It's like Arclay on steroids. Okay, ich kann nicht rennen. Das ist unglücklich, ja. Hey! Hey, wait! Down here! Ah. Damn it! Und er hat mich hier an Resident Evil 2 der Beginn. Soll das laufen? Ich weiß nicht, ob ich meine Pistole noch besitze. Oh.
Ja. So schnell geht's. Versuchen sie ausweichen. Ich kenne die Steuerung in dem Game nicht, das ist ein Problem. Ich weiß, man kann ausweichen. Aber wie das funktioniert. Okay, kann man es überspringen? Okay, war ich wahrscheinlich vorhin nur zu langsam. Mittlerweile eigentlich. Okay. Das hat wieder. Zombies sind ja irgendwie bekannt dafür, irgendwie sehr viel auszuhalten. Hallo. Wo habe ich eigentlich meine Ausrüstung her? Einstellen bei mir. Sorry, Moment. Ganz kurz. Moment. So. Sir, what's your name? Fine. It's Dario Rosso. And yeah, right. You just want to steal my safe house. Get your own, Missy. Missy? Sehr sympathisch. Ich schon mal Muni. Oh ja, so gefällt mir das. So zuschlagen. Okay, ich muss erst zielen. Oh, mein Arm juckt. Ich versuche es natürlich so easy peasy durchzuspielen, wie es geht. Ist das Brett? Nee. Das sieht so aus. Hallo. Das Spiel sieht echt gut aus, muss ich sagen. Hübsch, hübsch, hübsch. Oh. Shit. Nein. Leave me alone. Nicht zu nah, mein Freund. Jetzt muss da wieder einer rauskommen. It's just a prank. Safe. Jetzt gucken, wenn der Nemesis aber so nachstehen würde. Okay, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Somit sehen wir uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.